Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich halte hier in meiner Hand was Schönes, deswegen gucke ich auch gerade hier runter. Ihr seht es gerade nicht. Ihr werdet gerade gleich noch ein paar cinematische Aufnahmen von dem ganzen Produkt sehen. Ihr werdet es dann wahrscheinlich auch im Titel sehen. Ja, ich habe eine Reihe geplant und ich habe eine Reihe vor und fange damit an mit dem Level Up Gaming Booster. Diese Sachen wurden mir auf jeden Fall von uns zur Verfügung gestellt von Aimbrot und von Haptic. Das heißt, die beiden waren so nett und hatten mir das Ganze zugeschickt. Und großer Dank geht auch nochmal an Level Up, dass sie mir das Ganze eben gegeben haben. Eins und allein sage ich vorab, diese Review ist nicht bezahlt oder gesponsert in irgendeiner Form. Ich bekomme nichts. Das Einzige, was ich bekommen habe, ist eben diesen Booster gratis. Das heißt, das Ding hier habe ich hier in der Hand. Es geht um den Level Up Gaming Booster in der Variante Lemon Lime. Wenn ihr das ganze Gelaber nicht von mir haben wollt, sondern ihr wollt einfach nur die Bewertung haben, dann skippt am Ende das zu dem Video. Da seht ihr die ganze Review. Es wird ein Schulnotensystem geben, was ich von dem Ganzen halte. Und das wird sich vielleicht auch noch anpassen. Außer zu den herkömmlichen Boostern. Ich habe das Ganze schon getestet. Ich habe es auch in einem anderen Environment getestet, weil die Botschaft des Ganzen heißt ja, Gaming Booster, nur Gaming Booster, und das ist es dann, also für keine anderen Aktivitäten ist dieses Ding gedacht. Das heißt, wir splitten das ganze Video folgendermaßen auf. Wir gucken uns die Löslichkeit an, wir gucken uns den Geschmack an, wir schauen uns an, was sind die Wirkstoffe da drin, wie ist die Wirkung, hat man Nebenwirkungen zu erwarten, was halte ich von dem Ganzen, und dann gibt es eine Kaufempfehlung oder keine Kaufempfehlung. Das alles relativ neutral gehalten. Wir werden auch nochmal das Design ganz genau noch bewerten, das habe ich noch gerade vergessen. Das heißt, das werde ich für alle Booster machen, das heißt, alle da draußen, die dieses Review sehen, schickt mir gerne eure Booster zu, ich gucke es mir gerne an und sagt darüber was, eine Kaufempfehlung oder nicht eine Kaufempfehlung. Das Ganze ist, wie gesagt, nicht bezahlt. Hier im Endeffekt geht es, wie gesagt, um den Lemon-Lime-Geschmack. Zu den anderen Sachen kann ich auch, wie gesagt, was sagen. Das werde ich dann im Geschmackteil berichten. Aber wollen wir nicht lang schnacken, ich habe schon genug gesprochen, und dann gehen wir mal rein in das Video. Schauen wir uns allererstens mal die Verpackung an. Die Verpackung ist eigentlich relativ einfach gehalten. Es ist weiß mit einem, ja, wie soll ich sagen, so einem Wrap drumherum. Es ist ein bisschen reflektierend gemacht. Das Logo finde ich ganz nett gemacht, muss ich ehrlich sagen. Mein einziger Nachteil an dieser ganzen Level-Up-Geschichte ist, dass man es vielleicht etwas schlechter findet oder ich es immer falsch geschrieben habe. Das kann auch nur an meiner Wenigkeit liegen. Aber sonst im Einzelnen finde ich die Verpackung eigentlich ganz schlicht gehalten und ganz gut. Ich finde auch die Größe relativ angenehm. Man kann sie, wie gesagt, so greifen. Es ist eigentlich eine ganz nette Verpackung. Der Schraubverschluss ist auch in Ordnung. Man kriegt einen Messlöffel, der in dieser Verpackung drin ist. Ist relativ voll befüllt, das heißt, es ist sehr gut auf jeden Fall schon mal für den Hersteller. Die ganzen Zutaten sind relativ einfach. Es ist N-Acetyltyrosin, Taurin, Inulin, Säurungsmittel, Zitronensäure, Koffein, L-Theanin, Aroma, Rhodiola, Rosea-Extrakt, Süßungsmittel. Hier werden verwendet Sucralose und Acesulfam K. Und dann gibt es noch im Farbstoff eben das ganz normale Beta-Carotin, was in fast 90% aller gefüllten Produkte drin sind. Was sind diese Inhaltsstoffe? Relativ klein gehalten. Muss ich ehrlich sagen, passt mir sehr gut, denn es ist ein großer Vorteil, was hier nämlich nicht drin ist, was im Vergleich zu anderen Boostern eben drin ist. Das sage ich auch gleich vorab. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist kein Maltodextrin drin. Maltodextrin ist bei den ganzen anderen Boostern mit dabei. Maltodextrin hat einen gewissen Vorteil und Nachteil, was zum Beispiel bei Fesky zum Beispiel drin ist, aber das werde ich jetzt nicht vorwegnehmen. Wenn ich diesen Booster auch nochmal habe, werde ich ihn auch nochmal testen. Aber Maltodextrin hat einen relativ hohen glykämischen Index. Das ist falsch beworben dort auf der Website. Das hatte ich in meinem anderen Video schon erwähnt. Das könnt ihr oben in der Videobeschreibung entweder hier oder da sehen. Was hatte ich von den Stoffen von der Aufteilung? Es ist also hier zusätzlich zu Koffein, was 125 Milligramm auf 4 Gramm Pulver eben versetzt ist. Also das heißt, 250 Milligramm entspricht einer großen Portion. Das ist ungefähr ein bisschen mehr als ein Espresso. Der hat ungefähr 220 Milligramm Koffein. Das heißt, wenn man hier eins davon trinkt, hat man ein bisschen mehr als, wie soll ich sagen, als ein Espresso. Gucken wir uns jetzt also mal die einzelnen Wirkstoffe des Boosters an. Level Up gibt diese ganzen Wirkstoffe auf der Webseite an, finde ich sehr gut, das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, das ist relativ hohe Transparenz, was eben in diesem Produkt drin ist. Wir schauen uns ja mal die Wirkung und die einzelnen Inhaltsstoffe im Genaueren an, was ich zu der Dosierung sagen kann und was ich davon halte. Wie gesagt, das ist meine Meinung und grundlegend auch eben widerlegt. Und grundlegend auch belegt durch Studien oder ähnliches, durch Erfahrungswerte. Ihr könnt gerne mal auch eure Erfahrungswerte, wenn ihr diesen Booster getestet habt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Und ich würde mich darüber freuen, wenn wir da in den Kommentaren diskutieren. Kommen wir also zu den einzelnen Wirkstoffen. Tyrosin beispielsweise, die erste Aminosäure, die eben dort angegeben ist mit 2,5 Gramm. Tyrosin hat einen großen Vorteil. Sie wird meistens eigentlich im Bodybuilding verwendet. Tyrosin wird eben nachgesagt, dass sie im Muskelaufbau wichtig ist. Und dementsprechend kommt sie aus dem Kraftsport. Daher eben auch die Verwendung dort. Ein
großer Vorteil, der im Tyrosin nachgesagt wird, die Konzentrationsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit eben erhöht und sie verleiht eben mehr Energie und soll sogar antidepressiv wirken. Also die Kombination hier ergibt schon Sinn, dass eben diese 2,5 Gramm eben in diesem Booster drin sind. Ich hätte mir gehofft, dass dort eben ein bisschen mehr drin ist, so an die 3 bis 4 Gramm, was die wissenschaftlichen Studien sagen. Das ist aber auch noch Meckern auf hohem Niveau. 2,5 Gramm sind meines Erachtens auch völlig in Ordnung. Es wird ja auch nachgesagt, dass zum Beispiel Parkinson oder ähnliches eben Nervenkrankheiten ein bisschen heilen soll. Aber wie gesagt, das ist nicht der Sinn eines Gaming Boosters. Kommen wir zur nächsten Kombination, nämlich L-Theanin und Koffein. Ich sag jetzt mal beides zusammen, weil die Wirkung wurde 2015 beispielsweise in einzelnen Studien nachgewiesen, dass die Kombination beider Stoffe deutlich sinnvoller ist, denn Koffein sagt man ja nach, dass es eine aufputschende Wirkung hat. Ich gehe jetzt mal nicht auf die Rezeptorenwirkung ein, denn das würde einfach zu weit führen und vielleicht die meisten Leute langweilen, aber in der Kombination ganz interessant, Koffein hat eine aufputschende Wirkung, es erhöht die Herzfrequenz, es suggeriert dem Körper, dass man leistungsfähiger ist, als man eigentlich ist. L-Theanin hat genau das Gegenteil. In der Kombination also sehr sinnvoll. Es zieht den Körper ein bisschen runter, es beruhigt ihn, hat aber dennoch eine aufmunternde Wirkung, was dann in der Kombination über einen längerfristigen Zeitraum eine gewisse homogene Leistungsentfaltung bringt. Dementsprechend ist die Kombination, vor allem was die Studienlage angeht, sehr sinnvoll und macht natürlich in einem Booster, der nicht nur irgendwie 30 bis eine Stunde wirken soll, eben durchaus Sinn. Die Halbwertszeit von L-Theanin beträgt ungefähr bei 80 Minuten. Das kann aber unterschiedlich sein, je nachdem, ob ihr was gegessen habt oder nicht. Deswegen würde ich euch empfehlen, sagt den Booster eben nicht ab, wenn ihr was gegessen habt vorher, denn dann kann die Wirkung einfach deutlich schlechter sein. Beste Funktion eben, um den Booster vielleicht zu verstärken, so als mein Tipp, nimmt dazu vielleicht noch ein bisschen Kohlenhydrate, dann ist es auf jeden Fall noch mal ein bisschen besser. Das heißt, wenn ihr dazu was Süßes isst oder ähnliches, hat es auf jeden Fall einen kleineren Kick und geht es relativ schnell in die Blutlaufbahn. Wenn ihr aber über einen längerfristigen Zeitraum so eine homogene Leistungsentfaltung haben möchtet, dann reicht es völlig aus, auf dem leeren Magen diese 8 Gramm, die dort für C-Empfehlungen sind, dann dementsprechend wirkt die Kombination Koffein und Theanin auf jeden Fall. Der einzige Nachteil ist daran, dass es Koffein ein Präparat ist, was natürlich nicht eine stetig gleichende Wirkung hat. Das heißt, wenn ihr dieses Booster eben täglich konsumiert, kann es sein, dass Koffein einfach nicht mehr so gut wirkt, weil die Rezeptoren einfach abstumpfen. Meine Empfehlung hier ist einfach, nimmt mal ein paar Tage davon nicht diesen Booster und dann wird die Wirkung auf jeden Fall wieder besser sein. Also ungefähr 3 bis 4 Mal in der Woche, nicht unbedingt 3 bis 4 Mal am Tag, weil eben Koffein schädlich ist. Dazu hatte ich ja wie gesagt ein Video gemacht, guckt euch das gerne bitte nochmal an, aber es ist hier unbedenklich zu konsumieren und wenn ihr das nicht übertreibt, was auch da steht in dem FNC-Empfehlung, auf jeden Fall einhaltet, dann habt ihr damit kein Problem. Die nächste und letzte, sagen wir mal so, die letzte Sache, die dort in dem Booster drin ist, der Rosenwurz. In den skandinavischen Ländern wird dieses Ding schon als Ewigkeiten verwendet. Dort ist es eigentlich, wie soll ich sagen, ja, so ein homöopathisches oder sagen wir natürliches Heilmittel. Es ist eben, wirkt stressreduzierend, also es reduziert den das Cortisolniveau im Körper. Genauere Studienlage kann ich dazu nicht sagen, weil es gibt bislang keine Nebenwirkungen, die dort eben berichtet worden sind oder keine positiven Wirkungen. Also inwieweit die Einnahmedauer oder ähnliches irgendwas zu bewirken hat, ist nicht klar. Es soll auf jeden Fall den Energiestoffwechsel positiv beeinflussen, hat auf jeden Fall in dieser Kombination ist es sinnvoll gewählt. Wenn man die Zusammensetzung des Boosters anschaut, dann hat es auf jeden Fall einen Sinn, hat sich jemand Gedanken gemacht, wie man die Kombination der einzelnen Wirkstoffe kombinieren kann und diese drei Bausteine eben Tyrosin, L-Theanin und Koffein haben auf jeden Fall zusammen eine sehr sinnvolle Wirkung. Kommen wir also nochmal zum letzten Baustein, nämlich dem Taurin, was immer gesagt wird, Taurin kommt von Tauros und ist irgendwie Stier, kommt irgendwie aus dem Stierhoden, das jedenfalls wird dem Booster nachgesagt, beziehungsweise Red Bull und ähnliches, dem ist nicht so. Taurin ist einfach eine ganz normale Aminosäure, die den Herzrhythmus ein bisschen normalisiert, das heißt also eine positive Wirkung, das heißt, ist genau das, was eben Koffein bewirkt höheren Herzschlag, Theanin und Taurin reduzieren das und normalisieren das so ein bisschen. Das heißt, diese Entfaltung ist dort homogener. Ergibt hier, wie gesagt, auch bei den anderen Wirkstoffen absolut Sinn und ist auf jeden Fall sinnvoll gewählt. Was kann ich also abschließend zu der Kombination der einzelnen Wirkstoffe sagen? Sehr sinnvoll, nicht zu hoch dosiert, nicht zu niedrig dosiert. Bei einzig und allein bei eben Tyrosin hätte ich mir gedacht, okay, ein bisschen höher könnte das sein, aber das ist auch nur Meckern auf hohem Niveau. Deswegen hier auf jeden Fall ein Pluspunkt, was das angeht. Kommen wir also zur letzten Sache der Mischbarkeit. Die Mischbarkeit seht ihr jetzt im Hintergrund. Es ist kein großer Effekt dort zu sehen, dass sich irgendwas klumpt in irgendeiner Form. Wenn ein paar Stirs ist, ist es auf jeden Fall alles gut vermischt.
Es sind keine wirklichen Stoffe wie Glycerin oder ähnliches drin, die diese Sache klumpen lassen. Das heißt, insgesamt gute und positive Bewertung dafür, dass die Mischbarkeit und die Löslichkeit sehr, sehr gut ist. Kommen wir jetzt zum letzten und wichtigsten Punkt, denn das Fazit. Was halte ich denn von der Wirkung? Ich hatte ja gerade schon mal gesagt, die aktiven Eigenschaften der einzelnen Wirkstoffe ist sehr gut. Die Entfaltung ist sehr sinnvoll, wie der Hersteller es auch beschreibt. Es hat eine relativ homogene Entfaltung. Das liegt vor allem eben an den Wirkstoffen. Das ist jetzt kein Hexenwerk, dass man die dauerhafte Einnahme vielleicht nicht ganz überschreiten sollte, denn Koffein hat dann eben keine große Wirkung und dann hat man den gleichen Effekt wie bei einem Red Bull oder einem Monster. Das heißt, haltet euch daran, das ungefähr 3 bis 4 Mal die Woche oder 5 Mal die Woche eben maximal zu nehmen, sodass Koffein nicht abschwächt und ihr den Wirkung immer wieder habt und das vielleicht sogar auf leeren Magen. Des Weiteren würde ich empfehlen, das nicht eben nachts zu nehmen, weil ihr sonst einfach nicht schlafen könnt. Wichtig dabei ist einfach zu sagen, insgesamt ist das Produkt sehr gut, die Wirkstoffe sind sehr, sehr gut gewählt. Man kann dagegen absolut nichts sagen. Ich finde die Transparenz auf der Webseite absolut gut. Also da auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Dass Maltodextrin nicht drin ist, finde ich auch sehr gut, weil das wirkt im Endeffekt schlecht. Es ist kein Zucker drin, es sind nur Polyethanole drin, also nicht zu verstoffwechselnde Süßstoffe, die dort eben hinten auf dem Cover gezeigt werden. Das sind, glaube ich, 1,5 Gramm oder so an Kohlenhydraten. Keine große Schwierigkeit damit. Was der Geschmack angeht, ich, wie gesagt, den Geschmack finde ich auch gut. Kann man nichts Großes zu meckern. Also summa summarum ein sehr, sehr guter Booster. Was mir jetzt also in der insgesamten Bewertung aufgefallen ist. Die Verpackung ist sehr, sehr gut. Da kann ich 8 von 10 Bewertungspunkten gehen. Die Verklumpung und insgesamt die Stoffeinteilung ist auch auf jeden Fall sehr gut. Der Booster ist relativ voll. 9 von 10 Punkten, was das angeht. Geschmacklich muss man schauen, ist nicht ganz mein Ding. Das ist aber eine persönliche Meinung. Deswegen hier 8 von 10 Punkten. Was die Wirkung und die Dosierung der einzelnen Inhaltsstoffe sind, sind wir auf jeden Fall bei 9 von 10 Punkten. Und dann, was der Hersteller verspricht, im Allgemeinen würde ich mal sagen, sind wir bei 8,5 bzw. 9 von 10 Punkten. Das heißt, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Produkt. Ich kann es also ohne Bedenken empfehlen, wenn ihr euch daran haltet, was auf der Verpackung steht, dann macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Es ist ein sehr, sehr gutes Produkt, sehr hohe Transparenz bei den Leuten aus Göttingen und deswegen werden es andere Booster vielleicht schwer haben hier auf dem Kanal, aber wie gesagt, das ist eine relativ objektive Meinung, da ich viele Booster getestet habe, auch Non-EU-Legal Booster, die eben im Kraftsport eben verwendet werden und andere. Dementsprechend kann ich nur empfehlen, schaut auch gerne mal in die Beschreibung, dort habt ihr gerade eine Aktion 3 für 2, soweit ich weiß, über den Link von Einbrot und von Haptic. Das heißt, ich habe davon nichts, die beiden habt ihr davon was von. Also von daher rein objektiv und rein neutral formuliert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich auf jeden Fall eine Bewertung da lassen. Was sagt ihr zu dem gesamten Booster? Würdet ihr gerne noch einen anderen Booster sehen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann schaue ich mir, dass ich den Booster mal bekomme und den für euch reviewe, ob ihr da eine Kaufempfehlung von mir habt oder nicht. Das heißt, grundlegend summa summarum, klare Kaufempfehlung für diesen Booster, wenn man das haben möchte. Ich bin immer noch der Meinung, dass man vielleicht so oder so darauf verzichten kann. Wenn man es aber eben als nices Add-on haben möchte, dann soll man das gerne tun. In diesem Sinne, Jungs und Mädels, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.